Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Patrick Lärm und heute steht wieder die Sachverhaltsbearbeitung im Vordergrund. Heute der Teil 3 der Reihe Sachverhaltsbearbeitung 2.0, den Sie natürlich auch auf meiner Playlist, auf meinem Kanal finden entsprechend. Ich habe das entsprechend auch gekennzeichnet für Sie, sodass Sie sich durchaus auch die ganzen Videos natürlich der Reihe nach anschauen können. Ich habe das bloß gesplittet, damit man einfach kleinere Lerneinheiten durchführt, weil das bringt meistens dann mehr aus meiner Erfahrung her, als wenn man hier ein riesen Video dreht mit 60 Minuten und so weiter, wo man dann einfach irgendwann abschaltet, ja, wo es dann einfach nicht mehr geht. Ja, ich will natürlich ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Hier mein Buch, was ich zusammen geschrieben habe mit Dominik Lambiase, Einsatzrecht kompakt, Sachverhaltsbearbeitung oder Sachverhaltsbeurteilung leicht gemacht. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie mal rein. Da sind diverse Sachverhalte drin, ausformuliert und so weiter zu den wichtigsten Regelungen des ersten Dienstjahres. Ja, und wir fangen an. Wir kümmern uns darum, um den Sachverhalt, um die Sachverhaltsbearbeitung und wir schauen uns natürlich die Fallfragen an. Ich gebe ein paar Hinweise. Das heißt, ich will natürlich mit diesen Videos entsprechend Ihnen das erklären. Ich möchte Hinweise und Tipps geben. Mir geht es nicht so sehr um eine umfangreiche Ausformulierung, sondern mir geht es darum, Ihnen den Weg zu zeigen zu einer umfangreichen Lösung. Denn das Ausformulieren ist ja dann die andere Seite. Das Hindenken, das Einarbeiten in die Sachverhalte, das auch die Frage, wie komme ich dann auf die richtige Lösung, das ist das, was für mich hier im Vordergrund steht bei diesen Videos. Und ja, wir starten mit dem Sachverhalt oder besser gesagt mit der Sachverhaltsfortsetzung, denn dieser Sachverhalt hat sich ja schon sozusagen entwickelt an der Stelle und wir haben auch schon die Jugendlichen aufgefordert, sie sind ihnen nachgekommen, unserer Aufforderung, was das für eine Aufforderung war, was die Rechtsgrundlage war, sehen Sie dann in dem Teil 2, ja, den Sie sich am besten vorher noch anschauen, bevor diesem Video. Ja, und wir sind im bahnpolizeilichen Aufgabenbereich. Wir setzen unseren Überwachungsauftrag fort und jetzt kommt eine neue Situation auf uns zu. Es soll wohl einen Randalierer geben, ja, Randalierer in Anführungsstrichen. Wir wissen nicht genau, was da jetzt passiert ist. Ein Randalierer soll sich in einem Schnellrestaurant im Bahnhof aufhalten und jetzt können wir den Sachverhalt folgendermaßen aufklären. Es gibt die Person N. Und dieser N sprang im Restaurant über die Ladentheke, um seinen Hunger zu stillen. Er nahm einen Hamburger, beziehungsweise sogar vier Hamburger, also durchaus viel Hunger gehabt, der Mann. Und er hat diese Hamburger gegessen und zwei Angestellte haben dann die Person festgehalten und die Bundespolizei gerufen. Und jetzt die Fallfrage dazu, hat sich der N durch den Verzehr der Burger strafbar gemacht? Und wir sollen bitte nur den Tatbestand des hier in Betracht kommenden Grunddeliktes prüfen. Ja, also hier nochmal eine schöne Strafbarkeitsprüfung, die in der Regel leichter fällt, als es vielleicht bei Maßnahmen der Fall ist, wo ich immer wieder unterscheiden muss, präventiv, repressiv. Bei Strafbarkeitsprüfungen bin ich ja klassisch im repressiven Bereich und ich muss dann auch nur ein Schema beherrschen, nämlich das TAS-Schema mit den drei großen Punkten: Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit und Schuld. Und diese Fallfrage, prüfen Sie, ob er sich strafbar gemacht hat, die zielt genau auf diese drei großen Punkte ab. Ja? Die werden natürlich eingerahmt durch den einleitenden Obersatz, durch Zwischenergebnisse, durch das Endergebnis. Und was ich dazu auch sagen muss, weil mir immer wieder Zuschriften auch kommen von Ihnen, wie sieht es denn aus mit der Handlung und so weiter? Die Handlung kann man problematisieren vor dem Tatbestand, die wird aber in der Regel immer vorausgesetzt. Es sei denn, es liegen da wirklich Probleme drin. Dann muss ich darauf eingehen, gar keine Frage, dann wird das ausgebaut und dann ist es nicht das TAS-Schema, sondern das HTAS-Schema. Und selbst nach der Schuld könnte man auch sagen, dass man dort auch besondere Strafbarkeits- oder Strafverfolgungsvoraussetzungen noch erwähnen muss. Wie sieht es aus mit Antragsdelikt? Ist das ein Antragsdelikt? Liegt der Strafantrag vor oder ist es ein Offizialdelikt und so weiter? Also Besonderheiten kann ich da schon nochmal erwähnen. Also das, was ich hier mache, ist im Grunde genommen das, worauf es ankommt in den Prüfungen. Ja? Und das ist der Tatbestand, die Rechtswidrigkeit und die Schuld. Das sind die drei großen Punkte, die man auf jeden Fall beherrschen muss. Ja, ich will Ihnen bloß auch sagen, dass es auch durchaus noch mehr gibt und dass ich das Schema durchaus noch weiter aufbauen kann. Ja, und hier soll ich nur den Tatbestand prüfen. Das heißt, ich kann mir eigentlich die Rechtswidrigkeit und die Schuld
in Bezug auf diese Fallfrage sparen, weil ich soll wirklich nur den Tatbestand prüfen, und ich soll auch nicht annehmen, dass Rechtswidrigkeit und Schuld irgendwie als gegeben vorausgesetzt wird, sondern nur Tatbestand, das abschließen an der Stelle. Und jetzt, und das ist der zweite Gesichtspunkt, ich soll nur das Grunddelikt prüfen. Und das ist natürlich dann die Frage, was ist das Grunddelikt und gibt es da Qualifizierung und so weiter und so fort. Strafbarkeitsprüfung, genau. Es geht um die Diebstahlsdelikte, ja. Also er nimmt ja hier den Bürger weg und ja, verspeist ihn an der Stelle. Und das ist so ähnlich, ja, es ist so zu behandeln, wie wenn ich jetzt jemanden die Handtasche wegnehme, die Geldbörse wegnehme, ja, und derjenige kann darüber nicht mehr frei verfügen. Bei den Diebstahlsdelikten ist das so, wenn man sich den Überblick anschaut, ich habe den Grundtatbestand des einfachen Diebstahls im 242, das heißt, wenn ich die Diebstahlsdelikte überhaupt verstehen möchte, es gibt ja mehrere Diebstahlsdelikte im StGB, Diebstahlsformen, dann muss ich auf jeden Fall diesen Grundtatbestand verstehen. Ich muss den Tatbestand durchdringen, ich muss die Definition kennen und dann ist die Frage, wenn jetzt im weiteren Verlauf, natürlich im weiteren Verlauf des StGBs, wenn ich mal weiterblätter, also den Zirkel um 242 anlege, was kommt dann noch so an Diebstahlsdelikten? Ich habe auf jeden Fall eine Strafzumessungsregel drin, die primär den Richter betrifft, die aber für uns als Polizeibeamter auch wichtig ist, weil wir die auch hier beanzeigen können nach 243, ist wie gesagt keine echte Qualifizierung, sondern hier sind bestimmte Art und Weisen der Tatbegehung drin, die jetzt auch das Strafmaß entsprechend nach oben ziehen können, was dann am Ende natürlich der Richter feststellen muss und auch beurteilen muss. Für uns aber trotzdem wichtig, weil wir diese besonderen Tatbegehungsweisen natürlich feststellen müssen in unserer Strafanzeige und das auch sozusagen weiterverarbeiten müssen, ja, um den Richter auch zu sagen, Mensch, genau darum geht es. Es geht nicht nur um 242, es geht sogar um 243, ja. Und da sind eben diese besonders schweren Fälle des Diebstahls geregelt, ja. 244, Diebstahl mit Waffen, Bandendiebstahl, Wohnungseinbruchdiebstahl, das ist dann schon eine echte Qualifizierung. Und 244a, der schwere Bandendiebstahl, ja. Aber da muss man sich erst drum kümmern, wenn man wirklich den 242 entsprechend verstanden hat. Genauso hier 248a, meines Erachtens ein Diebstahlsdelikt, was natürlich sehr oft zur Anwendung kommt. Da ist ein Grundtatbestand von 242 drin, aber dieser Diebstahl bzw. die Unterschlagung bezieht sich auf geringwertige Sachen, ne? Und da gibt es eine Geringwertigkeitsgrenze, die von den Gerichten festgelegt wird. So Pi mal Daumen liegt die Grenze bei 25 bis 50 €. Also einheitlich ist das da nicht. Man orientiert sich an 25 bis 50 € und gerade so die ganz normalen Ladendiebstähle, was heißt ganz normal? Also wenn es um diese geringwertigen Sachen gibt, 20 €, 15 €, 10 €, dann werden die hier nach 248 behandelt, sozusagen, ne, als Diebstahl geringwertiger Sachen. Genau, soweit erstmal so die Vogelperspektive auf die Diebstahlsdelikte, zumindest auf die wichtigsten Diebstahlsdelikte, die man so kennen kann. Und auf jeden Fall sollte man wissen, okay, das Grunddelikt oder der Grundtatbestand ist jetzt 242. Das heißt, man soll jetzt nicht prüfen 243, man soll auch nicht prüfen 248a und auch kein 244. In Betracht kommt auf jeden Fall hier mit dem Bürger und 248a, also die vier Bürger, wie viel werden die kosten? 4 mal 2 € Pi mal Daumen, ja, das sind 8 €, da sind wir unter der Geringwertigkeitsgrenze, aber wir sollen darauf nicht eingehen an der Stelle. Also es ist an der Stelle nur gut zu wissen, dass es 248a gibt, aber ich konzentriere mich auf 242, das prüfe ich jetzt hier an. Ja, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Genau, und schauen wir uns mal den Tatbestand im Überblick an. Es geht hier natürlich um den 242. Die TBM-Struktur ist auf den ersten Blick, wenn man das Gesetz so liest, relativ überschaubar. Aber wenn man dann mal tiefer geht, wird man sehen, oh Gott, da kommen ja einige Definitionen auf mich zu, viele TBMs eigentlich, gerade wenn man so vielleicht die Sachbeschädigung gewohnt ist aus 303 Absatz 1, wo man einen überschaubaren Tatbestand hat, dann ist natürlich der Diebstahl hier deutlich komplexer, zumindest quantitativ komplexer, indem ich einfach mehr schreiben muss. Es gibt drei Einstiegs-TBMs oder
Was heißt drei Einstiegs-TBMs? Das sind die ersten drei TBMs des Diebstahls, die relativ überschaubar sind, wo man auch wirklich Zeit gewinnen kann. Das ist Sache, fremd und beweglich. Ich habe in meinem Elopage-Video und auf meiner Elopage-Seite, die auch in der Videobeschreibung unten ist, habe ich den Link zu meiner Elopage hergestellt. Da können Sie auch nochmal nachschauen. Da habe ich mich explizit ausgelassen zum Diebstahl, zu den Definitionen. Ich gebe Hinweise und Tricks zur Subsumption, worauf es hier ankommt. Hier an der Stelle nur überblicksartig eine Lösungsskizze, damit ich einfach sage, okay, was muss ich jetzt abarbeiten? Bei Sache bitte nicht vergessen, 90 BGB, da steht drin, was Sachen sind, zumindest zivilrechtlich. Das übernimmt man hier im Strafrecht auch. Deswegen nicht wundern, dass jetzt hier auf eine zivilrechtliche Norm da drin ist, aber da steht da. Nehme ich die Definition raus. Wie muss die Sache beschaffen sein? Fremd und sie muss beweglich sein, ja? Und jetzt kommt der Schwerpunkt in der Diebstahlsprüfung, zumindest im Tatbestand, objektiver Tatbestand muss man sagen, jetzt die Wegnahme des Täters. Und die besteht dann aus diesen drei Elementen. Ich muss erstmal den Gewahrsam prüfen, Gewahrsam des Opfers, nicht Gewahrsam des Täters. Und der Täter greift sozusagen in die Gewahrsamssphäre ein, er bricht diesen fremden Gewahrsam und er begründet jetzt eigenen, in der Regel eigenen neuen Gewahrsam, indem er die Sache sich sozusagen einverleibt. Das heißt, ich habe jetzt beim vierten TBM eigentlich drei TBMs, die ich prüfen muss. Ich muss erstmal dem Prüfer sagen, naja, was ist die Wegnahme? Ja, Bruch, Fremden und die Begründung neuen Gewahrsams. Und dann gehe ich ein auf 4.1, wenn man das so bezeichnen will. Gewahrsam des Opfers, prüft das durch, mittels Subsumptionstechnik, Definition, Subsumption, Ergebnis. Komme dann zum Bruch fremden Gewahrsams, mache das auch nochmal im Dreierschritt. Dann die Begründung neuen Gewahrsams, Dreierschritt, schließt das ab und sagt dann, liegt die Wegnahme vor, ja oder nein? Ja, und dann erst bin ich fertig. Also vergessen Sie da bitte nicht die ganzen Zwischenergebnisse und arbeiten Sie diese drei Elemente in der Struktur ab mittels der Subsumptionstechnik. Ja, und dann hat sich natürlich im Tatbestand natürlich auch ein subjektives Element versteckt, was natürlich eine Besonderheit ist im Tatbestand an sich, dass ich da jetzt auf jeden Fall nochmal ein subjektives Element habe. Und zwar ist das die Absicht der rechtswidrigen Zueignung. Und das ist ein subjektives Element, was natürlich sehr, sehr schwer ist für Polizeibeamte, die vor Ort sind, jetzt irgendwie auch in den Täter hineinzuschauen, ja. Und man muss auch sagen, der Täter oder der Tatverdächtige, der muss ja auch nichts zur Sache sagen, ja. Also wenn er dann, beziehungsweise wenn er dann Beschuldigter ist, ich muss ihn ja belehren, der Weg vom Tatverdächtigen zum Beschuldigten ist gerade bei solchen Fällen relativ, ja, der Weg ist relativ klein, ne? Und er muss als Beschuldigter hier nichts zur Sache aussagen. Er kann natürlich Aussagen machen, warum er das gemacht hat, aber er muss es nicht. Der Fall ist hier relativ eindeutig. Er wurde gesehen, wie er da über die Theke gesprungen ist, von den Angestellten, von zwei Angestellten, vielleicht auch noch von Besuchern. Und man hat gesehen, er hat sich die Burger genommen und gegessen. Also die Beweislage ist hier relativ eindeutig, sodass der Weg zum Beschuldigten relativ, ja, kurz ist. Genau, und jetzt ist natürlich das Entscheidende oder die Schwierigkeit auch jetzt beim Diebstahl, genau das nochmal zu würdigen, gerade so diese innere Einstellung. Und diese Absicht der rechtswidrigen Zueignung besteht jetzt aus wiederum drei Elementen, so ähnlich wie es bei der Wegnahme jetzt auch war. Es geht natürlich erstens darum, hat die Person Enteignungswille? Zweitens liegt Aneignungsabsicht vor und drittens Rechtswidrigkeit der Zueignung. Und ich habe das auf meiner Elo-Page in dem Video zum Diebstahl entsprechend gewürdigt und habe da viele, viele Hinweise gegeben, was ich da zu sagen muss, wo ich am Sachverhalt auch ansetzen kann und so weiter. Genau, also da will ich jetzt hier an der Stelle nicht viel sagen, sondern verweise auf Elo-Page. Und ja, das ist jetzt hier erstmal die Lösungsskizze, die Lösungsstruktur für diesen Fall mit dem Diebstahl. Das ist alles das, was ich abhaken muss, was ich abarbeiten muss. Und am Ende natürlich auch ein Ergebnis formulieren. Ergebnis in Bezug auf die Fallfrage natürlich immer. Liegt der Tatbestand vor? Ja oder nein? Ich muss in Bezug auf diese Fallfrage keine Rechtswidrigkeit prüfen, keine Schuld prüfen.
Ja, und genau, und jetzt noch eine Folie, wo es jetzt weitergeht im Sachverhalt. Das bezieht sich jetzt sozusagen auf die Person. Wir belehren die Person über den Tatvorwurf, wir sagen ihm, worum es hier geht, was er falsch gemacht hat, und wir wollen natürlich auch seine Personalien feststellen. Und jetzt ist immer wieder die Frage, wo bin ich da unterwegs? Wie sieht meine Entscheidung aus? Ich soll jetzt hier auf jeden Fall die Rechtmäßigkeit der getroffenen Identitätsfeststellung prüfen. Das ist die nächste Fragestellung. Das heißt, mir wird hier die Maßnahme schon dargelegt. Ja, um die Maßnahme geht es, IDF. Jetzt die Frage, Entscheidung wird jetzt nicht gefordert, sondern die Verhältnismäßigkeit gleichwohl, sage ich. Machen Sie immer, das ist mein Hinweis, eine Entscheidung im Kopf. Wo bin ich jetzt eigentlich? Also, wir haben einen Straftatverdacht festgestellt. Die Straftat ist soweit abgeschlossen, der Diebstahl. Wir sind jetzt vor Ort und so weiter. Es geht keinerlei Gefahrensituation jetzt oder keinerlei Gefahr auch von der Person aus. Und auch die Straftat ist abgeschlossen, sodass ich jetzt in Bezug auf diese IDF klassisch im repressiven Bereich bin. Das heißt, der 23 BPOLG, den schließen wir auf jeden Fall aus. Der wäre hier falsch, ja, einfach nur falsch und würde hier wirklich 0 Punkte geben. Das heißt, ich kann nur repressiv handeln, abgeschlossene Rechtsgutverletzung. Ich gehe in die StPO, in das Gesetz, was jetzt meine repressiven Maßnahmen der Polizei, der Bundespolizei auch umfasst. Und jetzt soll ich nicht die Voraussetzungen dieser IDF prüfen, sondern ich soll jetzt nur auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz eingehen. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht auf die TBM-Struktur eingehen, Tatverdächtige, Tatverdacht und so weiter, sondern nur Verhältnismäßigkeit. Das bedeutet, ich habe dann schon ein Video gemacht zur Verhältnismäßigkeit, wie man da vorgeht, wie die Definitionen sind, Hinweise und Tipps und Tricks. Das heißt, ich bringe jetzt hier einen einleitenden Obersatz, sage, okay, die Maßnahme 163 B1 muss jetzt hier verhältnismäßig sein. Bringen Sie auch hier den Artikel oder ja, den Paragraph, worauf sich die Verhältnismäßigkeit bezieht oder wo sie sich ergibt. Sie ergibt sich bei repressiven Maßnahmen auf jeden Fall aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, Artikel 20 Absatz 3. Bei präventiven Maßnahmen kann man den 15 BPOLG zitieren. Genau. Und jetzt arbeitet man diese drei Elemente im Dreierschritt ab. Das heißt Definition, Subsumption, Ergebnis. Und das bei allen drei Elementen, Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit, mit dem Schwerpunkt auf die Angemessenheit. Da geht es dann um die Güterabwägung. Da muss ich natürlich wissen, in welche Grundrechte greife ich jetzt mit der IDF ein, ja, beim N, ja, beim Gegenüber. Wie intensiv mache ich das an der Stelle in Bezug auf die IDF? Und andererseits, das ist diese Waage, die ich auch in dem Video zur Verhältnismäßigkeit dargestellt habe, welche Rechtsgüter möchte ich denn eigentlich schützen an der Stelle? Ne? Und bei Straftaten, denken Sie bitte daran, da gibt es den Strafverfolgungsanspruch des Staates, den ich hier natürlich durchsetzen und umsetzen will. Und ich habe natürlich auch in gewisser Weise das Eigentumsrecht des Ladens in Bezug auf die Bürger, was natürlich ja auch, also Bürger im Sinne von Hamburger, nicht in Bezug auf Bürger. Und ja, die will ich natürlich auch, das Rechtsgut will ich natürlich auch schützen an der Stelle. Ne? Genau. Genau, soweit zur Verhältnismäßigkeit, das abgeschlossen. Und jetzt geht es natürlich weiter am Sachverhalt. Und das ist eben auch die Schwierigkeit in den Prüfungen, wo ich jetzt auch schon mal darauf hinweisen will, hier bei der Sachverhaltsbearbeitung, es geht nach der Bearbeitung sofort weiter. Ich muss mich nochmal einlesen, muss nochmal gucken, wo bin ich eigentlich. Und er ruft jetzt hier einen Spruch, ja, Überwachungsstaat, George Orwell hatte recht und so weiter, von mir bekommt ihr gar nichts. Das heißt, wir kommen jetzt eigentlich so nicht richtig weiter mit der IDF und er zeigt ja jetzt auch keine Bereitschaft im nächsten Satz, den Personalausweis zu zeigen. Da brauche ich mal meinen Textmarker. Also hier keine Bereitschaft, den Personalausweis auszuhändigen. Und jetzt entscheiden wir uns daraufhin, ihn zu durchsuchen. Ja, die Durchsuchungsbefugnis ziehen wir jetzt. Ist natürlich die Frage, was jetzt hier die Rechtsgrundlage für die Durchsuchung ist. Und da jetzt die nächste Fallfrage, Intensitätsstufe 1, nennen Sie die exakte Rechtsgrundlage für genau diese Durchsuchung. Also die Durchsuchung, weil er jetzt keinen Personalausweis uns zeigen möchte. Und wir sind jetzt hier immer noch in der IDF. Ja, wir kommen bloß mit der Frage, haben Sie einen Ausweis dabei und so weiter, kommen wir nicht weiter.
Er reagiert negativ, keine Bereitschaft, den auszuhändigen. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich da weiter vor? Und der 163 B1 eröffnet im Satz 2 und im Satz 3 weitere Möglichkeiten. Und jetzt auch, wenn Sie jetzt irgendwo draußen sind, gedanklich mal kurz auf Stopp drücken bei dem Video, das ist der Riesenvorteil dieses Lernvideos, Gesetz nochmal aufschlagen, nochmal nachlesen, 163b komplett und insbesondere Satz 2 und Satz 3. Das heißt, der Satz 2 sagt jetzt aus, sofern die Identität, wie ich es auch hier niedergeschrieben habe, sofern die Identität nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten feststellbar ist, ist auch eine Durchsuchung, abgekürzt mit DS, der Person sowie mitgeführter Sachen zulässig. Ja, also Satz 2 ist diese erschwerten Bedingungen, ja, der IDF. Das heißt, ich kann ihn dann auch zur Dienststelle mitnehmen. Und Satz 3 bezieht sich wiederum auf diese erheblichen Schwierigkeiten, auf die, ja, nicht feststellbare Identität, und dann ist auch diese Durchsuchung möglich. Das heißt, die Durchsuchungsbefugnis ist eigentlich im Satz 3 drin, aber ich muss trotzdem Verständnis vom Satz 2 haben, denn dort ist die Voraussetzung ja drin. Das heißt, Sie kennen ja bestimmt schon den Grundtatbestand sozusagen der Identitätsfeststellung der Repressiven nach Absatz 1. Das ist mein Tatverdacht und das ist mein Tatverdächtiger. Das ist die normale Freiheitsbeschränkung. Das entwickelt sich dann zur Freiheitsentziehung, wenn dieses dritte Element dazukommt, wenn eben die Person keine Angaben machen möchte, wenn sie auch sich so verhält wie hier, sie will keinen Personalausweis aushändigen. Also die Identitätsfeststellung ist nicht ohne weiteres möglich, ja, mit einfachen Möglichkeiten. Und genau dann kann ich die Person auch mitnehmen zur Dienststelle, kann da weitere Maßnahmen durchführen, aber ich kann eben auch unter diesen Voraussetzungen schon, nämlich das sind die Voraussetzungen der Freiheitsentziehung, auch die Durchsuchung durchführen. Ja, genau, also Durchsuchung auf jeden Fall mit dem Ziel, Ausweisdokumente zu finden. Das ist der Hintergrund von dieser Durchsuchung. Da muss man immer wieder differenzieren, nach was durchsuche ich eigentlich, ja? Und was sage ich auch dem Gegenüber, nach was ich durchsuche. Also machen Sie da auch Ihre Maßnahmen draußen transparent. Und jetzt kommt eine weitere Fallfrage, und das ist jetzt eher grün. Ja, ich habe es mal grün vorgehoben, weil es um die Prävention geht. Es ging ja jetzt bei den zwei Fragen, die Sie hier schon sehen, die wir durchgesprochen haben, um die Repression. Also, Fallfrage ist hier: Nennen Sie eine exakte Rechtsgrundlage, um eine Person zur Eigensicherung zu durchsuchen. Ich habe es jetzt hier mal allgemein dargestellt, habe mich nicht nur auf eine Fallvariante konzentriert. Ich habe zur Durchsuchung, zur Eigensicherung schon ein Video gemacht. Schauen Sie da mal rein in die Playlist bei den präventiven Befugnissen. Eigensicherung gehört zur Prävention. Das heißt, man wird in der StPO keine Eigensicherungsdurchsuchung finden. Warum auch? Es gehört zur Prävention, zur Gefahrenabwehr. Das heißt, ich schaue in mein eigenes Gesetz, in das BPOLG. Und es gibt im 43 BPOLG zwei Eigensicherungsbefugnisse, die man auf jeden Fall kennen muss. Zum einen im 43.1 Nummer 1 BPOLG, Voraussetzung ist hier nur ein TBM, ja, ein TBM, eine Voraussetzung ist da zu prüfen, nämlich das Festhalten. Und das Festhalten ist jetzt auf jeden Fall schon eine Freiheitsentziehung, zumindest müssen die Voraussetzungen dafür vorliegen, und dann kann ich jemanden zur Eigensicherung durchsuchen. Also Freiheitsentziehung. Und diese Freiheitsentziehung ist entweder präventiver Natur oder auch repressiver Natur. Das heißt, auch jetzt eine Freiheitsentziehung, die wir hier jetzt schon durchführen mit der Durchsuchung oben bei der IDF. Das heißt, diese Freiheitsentziehung, also zumindest liegen die Voraussetzungen für die Freiheitsentziehung hier schon vor. Die Identität ist nicht so einfach möglich. Ich muss durchsuchen. Ich muss diesen nächsten Schritt gehen. Das würde bedeuten, ich könnte auch zur Eigensicherung nach 43.1 Nummer 1 durchsuchen, weil die Voraussetzungen ja hier schon also feststehen, ja, also die Voraussetzung für die Freiheitsentziehung. Das heißt, man bettet in die Eigensicherungsdurchsuchung nach 43.1 Nummer 1 eine Freiheitsentziehung ein, entweder präventiv, zum Beispiel Gewahrsamnahme BPOLG 39, oder auch eine repressive, und das ist genau die hier, die Sie schon sehen, 163b Absatz 1 Satz 2 bzw. Satz 3 StPO. Ne? Also ich könnte auch hier zur Eigensicherung nochmal durchsuchen. Ja, hat er vielleicht irgendwelche Gegenstände dabei? Kann er sich selbst verletzen? Kann er uns natürlich verletzen? Kann er umstehende Bürger vielleicht verletzen, wenn das vor Ort ist und so weiter? Ja, also das wäre hier durchaus denkbar.
Wäre denn auch eine Durchsuchung zur Eigensicherung nach 43.3 möglich? Das ist die zweite Möglichkeit, jemanden zur Eigensicherung zu durchsuchen, 43.3. Hier muss man Folgendes dazu sagen. Die Identitätsfeststellung, irgendeine Identitätsfeststellung, entweder präventiver Natur 23 oder repressiv 163b, im Rahmen dieser IDF muss ich mich bewegen. Das heißt, von der Maßnahme her ist es durchaus enger gefasst, die Identitätsfeststellung. Darum geht es, die darf noch nicht abgeschlossen sein. Aber der Vorteil ist jetzt hier bei 43.3, ich könnte auch schon im Bereich einer Freiheitsbeschränkung, denn die IDF ist ja von der Grundmaßnahme her, von der Grundstruktur, von der Grundnatur, ist das ja eine reine Freiheitsbeschränkung. Sie kann sich zwar entwickeln zur Freiheitsentziehung, gar keine Frage, aber sie ist von Grund auf erstmal eine Freiheitsbeschränkung. Ich kann auch im Rahmen dieser Freiheitsbeschränkung schon mit einer Eigensicherungsdurchsuchung arbeiten, aber da muss man aufpassen und 43.3 nochmal näher lesen. Ich habe das in meinem Video auch dargestellt. Es geht hier um, ja, Umstände des Einzelfalls, um personenbezogene Dinge, die noch hinzukommen müssen. Also es muss sozusagen noch eine weitere Voraussetzung vorliegen, zum Beispiel ein unkooperatives Verhalten der Person, ja, eine gewisse Aggressivität, ja, oder vielleicht ein Unterschreiten des Sicherheitsabstandes im Bereich der Eigensicherung, dass ich dann sage, okay, jetzt kann ich nicht mehr weiter durchführen, die IDF, jetzt erstmal zur Eigensicherung durchsuchen, um auf Nummer sicher zu gehen, ja. Auch im Hinblick auf ihn natürlich, damit er sich nicht verletzt und natürlich auch auf uns, dass wir heil aus der Situation rauskommen. Ja, also schauen Sie sich da nochmal dieses Video an, was ich zur Eigensicherungsdurchsuchung gemacht habe. Wie gesagt, ein separates Video. Ich finde diese Befugnisse sehr, sehr wichtig, nicht nur für die Prüfung, sondern eben auch für die Praxis. Ja, sie sichern mich selbst, und ja, sie bewahren mich selbst vor Verletzungen, diese Befugnisse. Also muss ich sie auch wirklich intensiv kennen. Genau. Das jetzt hier sozusagen eine Lösungsskizze mit ein paar Hinweisen an der Stelle. Und ja, ich hoffe, Sie haben jetzt auch gesehen, dass ich hier und da auch schon Videos gemacht habe, wo ich jetzt den einen oder anderen Aspekt noch deutlich intensiver dargestellt habe. Auf die kann ich mich jetzt verweisen oder auf die kann ich jetzt verweisen. Die können Sie sich bei Gelegenheit nochmal anschauen. Ansonsten ja, bin ich für heute hier durch mit dieser Sachverhaltsbearbeitung und ich hoffe, Sie können Mehrwert draus ziehen und Sie sehen natürlich auch, dass so eine Klausur sich dynamisch entwickelt. Es kommen immer wieder so Fallfragen auf einen zu, wo ich dann wieder reagieren muss. Bin ich präventiv unterwegs, repressiv? Bin ich im Maßnahmenschema oder bin ich vielleicht im Strafbarkeitsschema unterwegs? Und ganz oft ist es so, dass man vielleicht durchaus mal, wenn ich bei einer Fallfrage ins Stocken komme, dass ich vielleicht mal kurz weiterlese, ja, weiterlese und gehe rein in die nächste Sachverhaltsfortsetzung. Vielleicht werden mir da schon auch Hinweise gegeben, was in dieser Fallfrage davor vielleicht zu prüfen gewesen wäre. Also das wäre auch nochmal so ein Hinweis und Tipp von meiner Seite, damit Sie da auf den richtigen Trichter kommen. Und meines Erachtens ist es immer wichtig, dass ich den Lösungsansatz kreiere. Das muss richtig sein, das ist die halbe Miete. Die Ausformulierung dann, das funktioniert meistens. Also da gibt es natürlich hier und da ein paar Schwachstellen, vielleicht im Bereich der Definition, vielleicht habe ich mal eine Schwachstelle in der Subsumption, aber das sind keine großen Teile, keine großen Probleme, die dann dazu führen, dass vielleicht ganze Aufgabenblöcke falsch sind, wenn ich mich falsch entscheide, sondern das sind vielleicht, gibt ein paar Punkte Abzug an der Stelle, aber ich bestehe dann die Prüfung, darum geht es ja, ne? Und deswegen ist die Lösungsskizze so, so wichtig. Ja, ich bin für heute durch, bin tatsächlich auch gedanklich durch. Das war jetzt auch für mich natürlich eine anstrengende Situation, oder das zu erklären. Ich hoffe, es bringt Sie weiter. Das ist mein Hauptanliegen an der Stelle. Hinterlassen Sie mir ein Like, wenn Ihnen das natürlich gefallen hat. Hinterlassen Sie mir vielleicht auch einen Kommentar mit Ihren Erfahrungen und so weiter. Vielleicht gibt es auch noch Befugnisse oder Sachverhaltskonstellationen, die man noch mal besser oder anders darstellen kann oder soll. Ja, Ihre Ideen sind da gerne herzlich willkommen. An der Stelle bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn Sie wieder zuschauen. Ihr Patrick Lehrmann.